Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Angelton mit Oberisch Seilstation. Unfassbar, dass Josh tot ist. Unfassbar, wie er starb. Nein, ich meine, was, wenn sie sich irren? Was? Vielleicht hätten wir im Schuppen nachsehen sollen, ob es so war. Ach, keine Ahnung. Es gibt Dinge, die man nicht mehr vergessen kann, wenn man sie einmal gesehen hat. Ja, stimmt. Aber manche Dinge muss man selbst sehen. Ich glaube, was sie sagen. Aber wir schauen uns zuerst um, bevor wir... ich weiß nicht, es ist eine Station da oben. Lol. Tot, hm? Oh nein. Farbe? Noch ganz frisch. Was? Was? Noch die Farbe? Dort ist ein Tod. Ich sehe hier hinten noch was. Ich will nichts übersehen. Wirklich nichts. Ich will alle Totems. Todeshund Matt? Geht drauf? Lol. Okay, das ist... Da! Eine Axt! Mir geht's besser mit einer Axt. Hehe. Boah, hast du eine Axt, Junge? Oh, was jetzt? Hier ist zu, Matt. Brech die Tür auf, oder? Wow, warte kurz. Wenn wir das Ding aufbrechen, wird er uns hören. Irgendeinen besseren Vorschlag? Ach, keine Ahnung. Vielleicht... Da! Was? Ein Fenster. Ganz toll, Matt. Da passt gerade mal mein Lippenstift durch diesen Schlitz. Nein, komm schon. Du passt niemals da durch, du Schrank. Emily hindurch. Ich pass nicht durch, aber du. Bist du irre? Ich zwäng mich doch nicht durch das winzige Loch. Du zwängst dich auch in noch engere Jeans, Em. Wie bitte? Ist dein Talent. Vergiss es, Dummi. Das fällt aus. Außerdem hockt dieser Irre bestimmt direkt dort unter dem Fenster und macht uns dann zu Pina Coladas. Okay, schön. Auf geht's. Ich werde hacken und werde... Los, mach jetzt! Ey, was sagt ihr? Geht hier vor. Das muss der Kerl sein. Derselbe wie bei Chris und Ash und Josh. Du weißt, dass das der einzige Rückweg ist. Sag das nicht. Da, die Seilbahn ist ein ganzes Stück draußen. Das, ich meine, das ist nicht weit, oder? Kannst du springen? Ich bin gut, Em. Aber nicht so gut. Trotzdem danke. Tja, Matt, wenn du nicht springen kannst, was sollen wir tun? Ich weiß nicht. Immer die größte Schnauze, wenn es um solches geht, dann hat sie... Ich glaube, da wusste einer genau, was er tut. Okay, ist nichts. Geh mir doch aus dem Weg, du Kuh. Ey, was geht ab? Jemand hat hier alles auseinandergenommen. So ein Chaos. Das Ding war ja schon vorher eine Bruchbude. Und jetzt? Hey, da! Feuerwachturm!
Hey, du Held. Vielleicht sollten wir die Seilbahn in Gang bringen und etwas unternehmen, ha? Huh? Ja, da, mach. Wirklich freundlich. Ach, so grottig. Alter. Schlüsselfeld. Toll. Keine Schlüssel, keine Seilbahn. Also, zurück auf Anfang. Was ist mit dem Feuerwachturm auf der Karte vorhin? Tja, wir könnten es versuchen. Vielleicht gibt's dort ein Funkgerät oder sowas. Ich meine bestimmt, oder? Wahrscheinlich, ja. Matt, wir müssen zu diesem Funkgerät. Ja, das müssen wir. Hier. Benutzen das Funkgerät und rufen Hilfe. Irgendwer empfängt sicher das Signal. Oh, wow. Jemand hält sich endlich mal an die Regeln. Was? Welche Regeln? Regel 1, Emily hat immer recht. Regel 2, alles andere ist egal, denn Emily hat immer recht. Aha. Junge, ganz ehrlich. Ey. Ernsthaft, Junge. Nee, komm, hör auf. Das ist so eine Kuh. Ist mir noch egal, wenn die abkacken würde, ganz ehrlich. Ach, realisiert. Das ist die Axt, wo hier fährt. Wo wir jetzt vorhin gefunden haben. Ja, ja. Ey! Oh, Moment! Komm, stürz ab! Ich muss wieder helfen. Was geht bei dir, Süße? Ich hole uns hier raus, Mr. Blödbirne! Oh, mir schon schlägt die Axt in die Beine, Junge. Was haben wir hier Schönes? Du kommst mit mir, Baby. Und wie von zauberhaft. Komm runter, auf diesem Weg kommen wir hier raus. Wow, ich habe irgendwie dummes Gefühl. Alles klar? Ja, danke. Weißt du, geh doch vor und beschütz mich. Ach, da haut sie dann wieder... Nee, ey. Dumme okay. Schnauze und dann sowas. Okay, vorsichtig. Meinst du, sie wäre die Beste oder was? Ey, komm. Oh okay. Mein Gott. Gleich da. Gleich da. Meine Knie sind ganz Guck weich. Gleich runter. Wow. Okay. Heiliger Strohsack, zum Glück ist das vorbei. Ja, aber echt. Boah. Ja, ja, bevor du... Nee, eben, das wusste ich doch. Ist ein toter Mist. Führungstoter. Nice. Was, wenn's nicht funktioniert? Was? Das Funkgerät. Das wird es. Aber okay, falls nicht, brauchen wir einen Plan. Vielleicht können wir ja runterklettern. Wo runterklettern? Den Berg. Ist das dein Ernst? Wo ist das Problem? Wir sind ja nicht in einem Flugzeug. Ist fast dasselbe. Es ist stockdunkel. Hey, vielleicht müssen wir ja gar nicht. Glaubst du, der Psychopath gibt einfach auf und haut ab? Nein. Aber suchen wir uns doch ein Versteck. Oder warten ab. Und bis morgen früh finden wir bestimmt eine Lösung. Wir verstecken uns nicht in der Lodge. Das erwartet er nämlich von uns. Alter.
Das ist krass. Ja, es wird immer wie spannender und immer wie geiler. Man merkt's. Ja, Leute, was möchtet ihr nach Andor für noch Horror Games sehen? Schreibt es mir in die Kommentare. In die Vorschläge oder Ideen, was für Horror Games ich sehen will. Okay, die ist rechts rum. Ich gehe jetzt mal hier lang. Handy. Beths Handy. Wow, das ist Beths Handy. Ich dachte, die Polizei hätte das Gebiet abgesucht. Na, das haben sie wohl übersehen. Moment, ich will hier auch noch lang. Wenn ich das kann. Okay, das kann ich nicht. Scheiße. Ich will nichts irgendwie. Von da sind wir gekommen. Da ist nichts. Wow, was war das? Totem? Das sind Totem. Ja moin, läuft bei mir. Glückstotem. Was? Was? Der Abgrund ist gestürzt. Ja. Pass auf, wohin du trittst, Lärm. Ja, Matt, wenn ich die Wahl habe, verbringe ich den Abend lieber nicht damit, von einer verschneiten Klippe zu stürzen. Ja. Matt, was ist das? Shit! Ja, moin. Oha. Chess. Ne, sehr mein ich. Oh, nee. Nee. Der Psychopath! Hallo? Leute? Was treibt ihr da draußen? Wollt ihr spannen? Das kommt die einzige, wo noch in der Lodge ist. Ja, nee. Oh, verdammt nochmal, meine Klamotten, wirklich? Wer auch immer das war, bekommt von mir kein Weihnachtsgeschenk. Wirklich nicht cool, Leute. Überhaupt nicht cool. Ey. Der Psychopath. Chris? Josh? Nicht da. Der ist tot. What? Wer hat diese Ballone aufgehängt? Was ist das? Chris? Mike? Emily? Niemand da. Langsam echt zu weit, okay?
War alles echt witzig. Haha, seht euch Sam an, wie sie im Handtuch rumläuft. Aber können wir die Sache jetzt bitte beenden, okay? Reicht es euch? Der Psychopath ist gerade da runter. Und der will, dass wir ihm... Ich habe genau gesehen, wie er runterläuft. Okay, wenn ihr mir Angst einjagen wollt, ratet mal, ihr habt gewonnen. Ey. Was? Nee. Wo seid ihr bloß? Schon, ich will nicht mehr. Jetzt hört gefälligst damit auf und redet mit mir. Ah! Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Ich glaube, deine Suche wird nicht sehr erfolgreich sein, Samantha. Du wirst nur das sehen, was ich dir zeigen will. Und ich habe dir... eine Menge zu zeigen. Was ist denn hier los? Öffne die Augen. Oh mein Gott. Eine wahre Augenweide, nicht wahr? Was treibt ihr da draußen? Eine hübsche Badenix. Glaubst du, sie weiß, was ihr bevorsteht? Glaubst du, das waren die letzten schönen Momente im Leben dieser Kreatur? Zeigst du mir das hier? Warum siehst du hin? Status Update, was? Okay, was geht jetzt ab? Springen. Ja, wir sind im Keller wahrscheinlich. Weg auf, weg auf. Lauf. Los! Ey! Was für ein Psycho, Junge! Sam, kannst du nicht schneller... Ey, das... Alter, das ist krass, die Folge. Okay, aber mit dem Controller, der lege ich hier hin, ne? Es kommt sich wieder so ein Schuss. Also Sam blieb unverletzt, konnte sich verstecken. Okay.
Matt war für Emilys Plan zum Tod zu gehen und Hilfe zu holen. Fuck! Also wir haben die Verfolgung alles richtig gemacht. Ja, perfekt. Tja, das lief ja offenbar nicht so ganz nach Plan. Hab ich recht. So reiflich brillant geplant und doch im Schlüsselmoment alles vereitelt durch deine Unzulänglichkeiten. Ich sagte, alles was du tust hat Konsequenzen. Glaubst du, dieser Fehler hätte keine Auswirkungen? Was du tust und was du sagst, lässt die Dinge sich ändern. Ja, all der Fortschritt beim Erforschen des Ursprungs deiner Angst. Und du setzt ihn einfach zum Schlechten ein. Deine überwältigende Angst vor Isolation. Du hast sie gegen die Menschen gerichtet, die du so verzweifelt quälen willst. War es das denn wert? Bruder! Oh, Fern, das kannst du nicht tun! Was hab ich dir getan? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Ihr seid Psychopathen. Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Hallo? Leute? Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube, in der Lodge. Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Hey, da! Feuerwachturm. Matt, was ist das? Keine Ahnung. 5 Stunden bis zum Morgen. Matt, was hast du vor? Was willst du tun? Em, reiß dich bitte einfach einmal zusammen. Okay? Okay. Ich bin still. Ja, genau. Oha, was? Das klappt? Ja, moin. Oh ne, jetzt spielen Memory, wir sind verarschen. Alles klar. Was geht da? Not where? Matt ist ruhig durch die Hirsche gegangen. Matt und Emily sind der Gefahr unversehrt entkommen. Nice. Und da würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, lasst mir ein Abo da und sonst bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.